Die meisten Leute vernachlässigen Flüssigkeit. Ich weiß, ihr trinkt 2,5-3 Liter, das reicht aber vorne und hinten nicht. Ihr braucht mindestens 1 Liter Flüssigkeit pro 20 Kilo Körpergewicht. Wiegt ihr also 80 Kilo, sind es 4 Liter. Wiegt ihr 100 Kilo, sind das 5 Liter. Und wiegt ihr 140 Kilo, sind das 7 Liter. Und man wird euch erzählen, so viel Wasser ist gar nicht gesund, so fett sein ist gar nicht gesund. Das ist das Problem. Und je weniger ihr trinkt, desto mehr esst ihr. Weil, wenn ihr euren Magen füllt mit Flüssigkeit, wird die Magenwand ja gedehnt. Wenn die Magenwand gedehnt wird und ein gewisses Maß an Dehnung erreicht, schüttet die Magenwand CCK aus. CCK ist Cholecystokinin. Das wandert ins Gehirn und sagt dem Gehirn, hör auf zu fressen, du platzt gleich. Also können wir uns auch mit Flüssigkeit sättigen. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Berliner Charité hat herausgefunden, dass eine Universitätsklinik in Berlin, dass wenn wir 1 Liter Flüssigkeit, ohne Kalorien natürlich, durch den Körper kippen, Wasser, Sirogetränke, Leitgetränke, Tee, Kaffee, dann passiert Folgendes. Der Körper muss ja diese Flüssigkeit auch irgendwie verarbeiten. Sie läuft ja durch den Körper und wir verbrennen 100 Kalorien.